Menschenrechtsaktivisten sind in der Türkei immer stärker staatlicher Verfolgung ausgesetzt. Das beklagt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in ihrem aktuellen weltweiten Report. Nach dem Putschversuch im Juli 2016 seien zunächst politische Aktivisten, Journalisten und Politiker ins Visier der türkischen Behörden geraten. Seitdem habe die Strafverfolgung von Menschenrechtlern drastisch zugenommen. Außerdem macht die Menschenrechtsorganisation die hasserfüllte Rhetorik führender Politiker für die zunehmende Diskriminierung von Minderheiten weltweit verantwortlich. Als gravierendstes Beispiel wird die Vertreibung hunderttausender muslimischer Rohingya aus Myanmar genannt. An der würden auch westliche Politiker wie Donald Trump eine Mitschuld tragen. Mit seinem umstrittenen Einreisestopp für Muslime habe der US-Präsident einen gefährlichen Präzedenzfall für andere Regierungen geschaffen, so Amnesty. Auch Russland und Polen werden kritisiert. Dort seien die Meinungs- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt worden. Trotzdem seien in Russland so viele Protestkundgebungen gezählt worden wie seit Jahren nicht, heißt es im Bericht der Menschenrechtsorganisation.